predigte bzw. predigt Jesus Christus den gestorbenen Menschen heute im Totenreich bzw. in der Hölle, wie es der Volksmund sagt, gemäß 1. Petrus 3, Vers 19 definitiv nicht. In 1. Petrus 3, Vers 19 geht es um Menschen, die zur Zeit von Noah lebten, also einige Jahrtausend vor der Geburt Jesu Christi. Und ihnen wurde durch Noah das Gericht Gottes angekündigt aufgrund ihrer Gottlosigkeit. Noah verkündigte ihnen eine Sintflut und rief sie auf zur Umkehr, aber sie glaubten nicht. Und diesen Menschen predigte der präexistente Jesus Christus durch Noah in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus Christus lebte natürlich schon als der ewige Gott vor seiner Menschwerdung, vor seiner Geburt. Und ihnen predigte er durch Noah. Noah ist hier also das Sprachrohr Jesu Christi. Und Noah warnte sie vor dem Gericht und rief auf zur Umkehr. Aber sie glaubten nicht. Und deshalb sind sie heute im Gefängnis. Damit ist der Bereich im Totenreich gemeint für Ungläubige. Denn ein Mensch, der stirbt, dessen Geist und Seele kommt in das Totenreich. Die Gläubigen kommen in das sogenannte Paradies und die Ungläubigen kommen in einen Bereich, der für die Ungläubige vorgesehen ist, der aber auch mit Leiden verbunden ist. Und dort sind sie bis heute. Und dort wird ihnen nicht die gute Botschaft verkündigt und dort haben sie nicht mehr die Möglichkeit zur Umkehr. Ein Mensch kann umkehren zu Gott, zu Jesus Christus, kann an ihn glauben, während seines Erdenlebens, also das heißt zwischen der Geburt und dem körperlichen Tod hat der Mensch die Möglichkeit zur Umkehr und Jesus Christus anzunehmen als seinen Retter. Danach nicht mehr. Und deshalb nutze die Gelegenheit, nutze die Chance, Jesus Christus anzunehmen als deinen Retter, solange du die Möglichkeit hast. Vertraue Jesus Christus, er ist der Retter.